Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotchala und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich zum letzten Toy, was mir in-game in BFA fehlt, beziehungsweise gefehlt hat, muss ich jetzt in der Vergangenheitsform sprechen. Einmal das allsehende Auge. Und wie wir das zusammenkriegen, will ich euch jetzt mal zeigen. Es ist ein bisschen komplizierter, denn ihr bekommt dieses allsehende Auge nicht einfach von einem Mob gedroppt, sondern ihr müsst dafür zwei Items euch zusammenholen. Und zwar kriegen wir jeweils ein Auge vom Willen von N'Zoth und vom Blick von N'Zoth. Das sind nämlich zwei Augen, einmal das allsehende rechte Auge und das allsehende linke Auge. Diese beiden Items braucht ihr und das Wichtige ist, ihr braucht sie auf einem Char und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Wo sind jetzt die verschiedenen Mobs und was droppen die genau? Ich muss jetzt hier kurz nachschauen. Also ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 rechte Augen gefarmt. Das ist das aus Uldum. Und das linke Auge ist hier aus dem Tal. Und zwar, wo müssen wir hin? Wir müssen einmal hier ins Tal und hier schauen, dass die Invasion vom Schwarzen Imperium ist. Also hier die NZ-Invasion, dann sieht das hier alles so dunkel aus. Und dann kann hier ein Mob spawnen, genau vor mir. Also der ist bei den Koordinaten 53, 61 etwa, heißt Wille von N'Zoth. Und den, wenn ihr umboxt, habt ihr etwa eine 2%ige Chance, dass euch dementsprechend ein Auge droppt. Und zwar dieses linke, das habe ich jetzt einmal hier auf dem Twink. Und wenn ihr das habt, braucht ihr auf dem gleichen Char nochmal das andere Auge, und zwar das rechte. Und wo kriegt ihr das rechte her? Da können wir dann einmal auf meinen anderen Account rübergehen. Dieses rechte Auge kriegt ihr hier in Uldum. Und zwar hier bei den Koordinaten 54, 50, aber nur, wenn die N'Zoth-Invasion ist. Also die ist hier gerade nicht. Ihr seht übrigens, welche Invasion ist, wenn ihr hier drüber fahrt, über das Invasionsding hier. Jetzt bin ich natürlich gerade dran. Hier ist Amathe zum Beispiel gerade. Ne? Das ist die falsche, das ist nicht die richtige. Hier müsste dann die Invasion von N'Zoth sein. Und dann ist es hier so, dass in dem kompletten Bereich, also etwa von da vorne, wo diese Felder sind, bis hier hinten so Augen spawnen. Und diese Augen müsst ihr umhauen. Und wenn ihr diese umhaut, dann gibt es halt eine Chance, dass auf dem Spawnpunkt von diesen Augen ein Rare-Auge spawnt, das heißt ein Blick von N'Zoth, und das kann quasi das andere Auge droppen. Ne? Und wenn ihr beide habt, könnt ihr zusammensetzen und habt dementsprechend dann das Toy. Also in Uldum droppt das rechte und hier im Tal droppt das linke Auge. Es ist immer so, eine Woche ist im Tal die N'Zoth-Invasion, in der nächsten Woche ist in Uldum. Also sprich, ihr könnt es nicht in einer Woche farmen, sondern ihr müsst Minimum 2 Wochen warten, dass ihr das komplett zusammenbekommen könnt. Ja. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mit allen Chars, die ich so auf dem ersten Account hatte, in Uldum das Ding gefarmt. Heißt, ich habe immer eine Gruppe aufgemacht. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, wenn ihr hier eine Gruppe aufmacht oder Leute sucht, dann schreibt rein Gaze of N'Zoth, das ist der englische Name halt, oder einfach nur Gaze, Farm, Warmod, Off oder On. Weil hier Gaze, also Blick von N'Zoth, kann man halt aktiv farmen, indem man die Mobs umhaut und ihn triggert. Den anderen, den Willen von N'Zoth, auf Englisch Will of N'Zoth, den kannst du nicht triggern, da musst du einfach warten. Und der hat teilweise eine Respawn-Zeit zwischen 1 Stunde und 2 Stunden, heißt relativ lang. Aber auch hier kann man zum Beispiel einfach gucken, ich gebe immer Will ein und suche dann, ob eine Gruppe drin ist, die ihn ja, hier erstellt hat. Einen kleinen weiteren Tipp kann ich euch geben. Ihr werdet hier wahrscheinlich, wie ich, mit relativ vielen gammeligen Twinks den Willen farmen. Und der hat schon ein bisschen mehr Life. Je nachdem, was ihr für ein Equip habt, die Mobs scalen ja so ein bisschen, kann der über 10 Millionen Life haben. Und jetzt mit irgendeinem so gammel-equippten Char hier, was habe ich, ein Parler mit 387 und das ist noch ein gut equippter Twink, ist es teilweise ein bisschen schwierig, den umzuhauen. Seht ihr, der hat noch Account-Gear an und sowas. Und da kann ich euch empfehlen, hier gibt es so Statuen. Hier unten sind die bei den Koordinaten 38, 75. Die kann man anklicken und dann kriegt man hier so einen Tiger, ne? Also Xuan ist das. Und den kannst du einsetzen, der macht relativ viel Schaden. Und es reicht eigentlich fast, dass ihr mit dem Tiger so eine Elite-Mob aus dem Leben schießen könnt. Ich kann euch das jetzt einfach mal... Ich brauche jetzt irgendeinen Mob, der ein bisschen mehr Leben hat. Gut, der hat jetzt hier 500.000, das ist jetzt nicht viel. Da würde ich mit meinem Gammelparler lang rumklopfen, jetzt wenn ich hier angreife. Seht ihr, ich hau mit 170k zu. Da ist relativ schnell Feierabend. Also das Viech haut ziemlich rein. Ne? Also für einen Gammelchar ist das praktisch, sich den zu holen. Hat zwar 10 Minuten Abklingzeit, aber wenn ihr halt auf den Typen wartet, auf den Willen von N'Zoth, den campt, dann ist ja wurscht, ihr braucht das nur einmal einsetzen mit dem Twink, dann lockt ihr mal, also zumindest habe ich so gemacht, lockt ihr weiter auf den nächsten Char um. Genau. Das ist eigentlich soweit. Ich würde sagen, wir setzen das Item jetzt mal ein, kombinieren beide Augen, haben einmal dann das allsehende Auge
Und das war jetzt tatsächlich das letzte Toy, was mir gefehlt hat. Jetzt habe ich alle, bis auf paar Promotion-Toys. Das sind die hier. Das sind Toys, die du nicht im Spiel kriegst, sondern tatsächlich nur über Lootkarten zum Beispiel, also TCG-Lootkarten oder andere Quellen. Und ja, da bin ich auch dran. Aber da haben wir ja hier mein Waste of Money, meine Videoserie. Da werde ich mir von den Teilen noch ein paar holen. Gut, jetzt schauen wir uns das Auge des Allsehers an. Und zwar müssten dann meine Augen ein bisschen cooler aussehen. Dafür müssen wir aber jetzt den Helm absetzen. Und seht ihr das? Ich habe jetzt hier so rot leuchtende Augen. Und ja, das ist, denke ich mal, schon eine ganz nette Geschichte. Wenn wir das jetzt wegklicken, dann müssten wir wieder. Ach nee, beim Dunkeleisenzwerg funktioniert es irgendwie nicht so ganz. Okay, müssen wir mal auf den anderen Char gucken. Ich glaube, der hat allgemein schon so komisch leuchtende Augen. Schauen wir mal bei meinem Druid, ob das da so klappt. Ich habe mir nämlich schon so Bilder angeguckt. Okay, der hat jetzt so weiße Nachtelfenaugen. Ah, seht ihr, hier klappt es tatsächlich. Gehen wir mal nochmal einen Ticken näher ran. Er hatte vorhin so weiße Nachtelfenaugen und hat jetzt. Oh, das war ein Ticken zu nah. Und hat jetzt quasi, ja, diese Enzott-Augen. Die drehen sich auch so lustig. Also, er schaut auch in ganz verschiedene Richtungen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hält aber leider nur 10 Minuten. Und eine Abklingzeit von einer halben Stunde hat das Ganze. Und ich merke gerade, dass mein Char hier wieder verklopft wird. Da laufen wir mal ein bisschen weg. Zum Vorgehen vielleicht, wie es ich jetzt gemacht habe. Ich habe mir, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit allen möglichen Chars quasi in Uldum den Gaze, also den Blick von Enzhot, gefarmt, weil man den aktiv farmen kann. Und dann mit den Chars, mit dem ich das linke Auge war es, glaube ich. Ich muss immer nachschauen. Nee, das rechte Auge, ne? Mit den Char, wo ich das rechte Auge hatte, also das von Uldum, habe ich dann immer den anderen gefarmt, also hier den Blick von Enzhot, wenn halt dementsprechend hier die Invasion im Tal ist. Einfach weil der halt so eine lange Respawn-Zeit hat, wie gesagt, irgendwie was zwischen einer Stunde und zwei und dementsprechend man hier recht lang steht und ich nur mit den Chars da stehen will, die dementsprechend auch das schon aus Uldum haben, sonst bringt es einem nichts. Vielleicht macht Blizzard es irgendwann noch so, dass sie das Battle.net-Account gebunden machen, also heißt, dass man die Augen hin und her schicken kann, wäre hier sinnig, sonst dauert es halt tatsächlich relativ lang. Gut, mehr kann ich euch zu dem Ganzen nicht sagen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Es ist auf jeden Fall das beschissenste Toy, was es in BFA gibt zum Farmen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.